Dieses kleine Mädchen klang so fremdartig. Ich konnte sie kaum verstehen. Sie klang echt so, als sei sie nicht aus der Gegend. Klang eher so, als käme sie nicht aus der Fremde, sondern aus einer anderen Zeit. Du hast recht. Vielleicht sieht man von da oben mehr. Wie geht's dir? Weiß ich nicht. Verstehst du, was uns vorhin passiert ist? Ich kann es mir beim besten Willen nicht erklären. Nichts davon ergibt Sinn. Was lauert dort? Wir finden schon einen Weg hier raus. Müssen wir ja. Hoffe, du hast recht. Danke für dein Interesse. Könnte das erklären, was wir gesehen haben? Das kann schon sein, doch es wirkte so echt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Gruselige Erscheinungen oder ein Trupp irrer Historiker.
Da vorne ist irgendwas! Wo lang? Beeilen wir uns. Wie recht du hast. Schaut mal! Hey! Halt! Stopp! Wisst ihr was? Das erinnert mich an alle Horrorfilme, die ich kenne. Was machen wir jetzt? Ich regle das. Ihr bleibt hier. Sei bitte vorsichtig. Hey, Professor! Verdammt! Genau das haben wir auch erlebt. Was, wenn dem Prof was zustößt? Selber schuld. Das musste er auch den Helden spielen. Hey, komm schon. Er könnte in Gefahr sein. Was ist das? Es war ein Fehler, John gehen zu lassen. Er hätte nicht allein gehen sollen. Mach dich nicht fertig. Meinst du, ihm geht's gut? Ihm geht's gut. Er ist höchstens etwas verschreckt. So eine Scheiße. Ich fühle mich nutzlos. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Alles gut? Hab mich verirrt. Du warst gerade wie vom Nebel verschluckt. Hast du das Mädchen gesehen? Ich konnte dich sehen. Vorhin. Schon merkwürdig. Ich konnte dich nämlich nicht sehen. Deine Kleidung und Aussprache waren anders. Du sahst aus wie eine Schauspielerin in einem historischen Theaterstück. Das war bestimmt jemand anderes. Ich bin dein Lehrer. Ich kenne dich. Ich habe dein Gesicht erkannt. Wen immer du gesehen hast, ich war es nicht. Und jetzt Schluss. Du machst mir Angst. Das war's dann für mich. Scheint so, als ließe uns der Nebel nirgendwo hin. Außer mitten ins Stadtzentrum. Der Nebel entscheidet, wohin wir gehen dürfen? Scheiß drauf! Ich gehe woanders lang. Schaut ihr denn keine Horrorfilme? Nie trennen. Horrorfilme sind dumm. Ich gehe hier lang, ohne euch. Vielleicht ist das keine gute Idee, Taylor. Ich gehe da auf keinen Fall hin. Ich gehe mit John. Andrew hat recht. Die Stadt ist nicht so weit weg. Wir gehen gemeinsam. Niemand hat dich gefragt, Omi. Okay, Ruhe jetzt. Alle mal durchatmen. Was wäre jetzt am schlausten? Wir erreichen mehr, wenn wir uns trennen. Ich gehe mit Taylor. Es ist nicht sicher, wenn du hier alleine bleibst. Zwei Teams finden leichter einen Ausweg. Und das wollen wir doch alle, oder? Du hast wohl recht. Wenn es der Nebel zulässt und ihr Hilfe findet, schickt sie in die Stadt. Zu uns. Ich glaube, wir finden schneller Hilfe als die anderen. Hauptsache, irgendwer findet noch Hilfe. Moment!
Das Geräusch. Danke. Ist alles okay? Alles gut. Das war nur der Alte aus der Bar mit seinem Rad. Dummer alter Säufer. Irgendwo hier ist sicher ein leichterer Weg, der zurück zur Straße führt. Gehen wir. Hast du dafür eine Erklärung? Nein, nicht wirklich. Ich weiß, dass es in Little Hope fast zur selben Zeit wie in Salem Hexenprozesse gab. Was war los? Das kannst du selbst herausfinden. Was ist? Was hast du? Alles gut? Ja, danke. Es geht schon, aber irgendwas hier ist... Was wir heute erlebt haben, ist nicht leicht zu verdauen. Wir gehen alle anders damit um. John hier will unbedingt anführen, das Alpha-Tier spielen. Während Daniel und Taylor anderen, etwas tierischeren Trieben nachgehen. Wie kommst du damit klar? Ich bin eine Kämpferin. Das machen eine schlimme Ehe und eine noch schlimmere Scheidung aus einem. Sicher hast du schon selber herausgefunden, dass man sich nur auf eine Person verlassen kann. Sich selbst. Gib uns bitte noch nicht auf. Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir es lebend hier raus. Ich weiß nicht so recht. Du klingst schon wie Daniel. Wir sollten zu John gehen. Alles okay? Es fühlt sich an, als könnte ich es Angela einfach nicht recht machen. Ich habe das Gefühl, für alle hier verantwortlich zu sein. Ich bin für euch alle da. Was würdest du an meiner Stelle denn machen? Ich schätze, ich würde Optimismus zeigen. Würde mein Bestes geben. Mehr geht nicht. Ich weiß nicht, ob mein Bestes bei dem Ganzen, was hier heute Abend los ist, noch reicht. Was wir vorhin gesehen haben. Glaubst du wirklich, das war übernatürlich? Sieht schon langsam fast so aus. Erst das kleine Mädchen im Nebel. Und dann, was immer zur Hölle das vorhin war. Nur weil wir dafür keine Erklärung haben, wäre es extrem unklug, dass wir gleich übertreiben. Ähnliches geschah während der Hexenprozesse in Little Hope. Fehlentscheidungen aufgrund mangelnder Beweise. Klar. Ich verstehe. Wir müssen ohnehin keine Beweise für Geister oder was auch immer finden oder sie widerlegen. Was zählt ist, dass wir hier wegkommen. Das klingt echt nicht gut. Kein Grund zur Sorge. Was zum Teufel? Warte!
Was ist? Da hat sich etwas bewegt. Was zum Teufel machst du da? Ich sehe mich nur ein wenig um. Bist du jetzt ein Einbrecher? Erzähl es einfach keinem. Naja, ist eh niemand da. Hast du dich genug umgesehen? Wir sollten zu John gehen. Er hat nicht angehalten, um Vorträge zu halten. Was für ein Ort ist das? Professor? Na endlich. Du bist ausgeflippt. Wie vorhin auf der Straße. Ist doch auch verständlich. Was zur Hölle war das da drin? Es war nichts. Keine Sorge. Keine Sorge? Was bin ich? In der zweiten Klasse? Er hat recht. Du solltest dich zusammenreißen. Hier finden wir sicher was. Ein Funkgerät, ein brauchbares Telefon. Vielleicht sogar den Busfahrer. Schau, ob du etwas zum Zerschlagen der Scheibe findest. Thank you.
Gib her. Ich schlag das Fenster ein. Kein Problem. Ich mach das. Okay. Wenn du meinst. Das kann doch jeder. Nicht jeder. Ein Stein 5 Meter durch ein Fenster werfen? Das kann doch wirklich jeder. Lass wen anderen ran, wenn du dich unter Druck gesetzt fühlst. Ich bin ganz entspannt. Ich sag ja nur. Bist du mal ruhig? Mach dir dann mal endlich. Der Rahmen wird noch morsch und das Glas von selbst herausfallen, bevor ihr zwei fertig seid. Treffer! Du hast wohl doch das Zeug zum Baseballer. Glaubst du, ein Anfänger könnte so werfen? Scheint sicher zu sein. War ganz einfach. Du bist dran.